Sulsul! Hallo, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sims 3. Ja, wie ihr vielleicht kurz sehen könnt, ist das nicht genau der Anschluss zur letzten Folge. Ich sag euch auch warum. Denn keine Minute nach der letzten Folge hat sich mein Sims einfach mal aufgehängt. Und das heißt, ich musste das jetzt alles nochmal nachspielen. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben, es auch wirklich so zu spielen, wie ich es gespielt habe. Das ist das Gute daran, wenn man Videos macht. Man kann dann auch immer wieder mal gucken, was man denn vorher so fabriziert hat. Ja, wir haben auch wieder zwei Trophäen, denn wir haben auch wieder zwei Turniere gewonnen. Also da hat sich nicht viel geändert. Ich habe jetzt mal so einen Heuhaufen hier platziert im Garten, einfach mal so übergangsweise, denn die sind irgendwie immer so verrückt nach Heu. Die wollen immer Heuballen kaufen und ich weiß immer nicht warum. Ja, die Oma hat jetzt erstmal ganz schön viel zu tun und Fiona, du solltest hier mal kurz unter die Dusche hopsen. Repariert hat sie jetzt alles. Und es ist sogar schon alles aufgeräumt und aufgewischt. Und ja, wenn du dann fertig bist, dann kannst du eigentlich mal hier deinen Freund einladen. Sim anrufen. Sim anrufen. Einladen nach. Genau. Wir möchten nämlich ganz gerne mit Sean zum Winterfest. Oh, wer verhüpft denn hier im Schnee rum? Oh Gott, ist das süß. Och je. Ach, das ist ein Waschbär. Tatsächlich. Ist ja echt putzig. So, wie geht's euch denn da alle? Du möchtest noch den Müll rausbringen. Wir möchten mit Sean Kincaid bitte zum Winterfest. Winterfest. Okay. Ja, bitte. Möchten wir. Genau. Ist denn Sean auch bereit mit uns? Klar, hört sich gut an. Bis dann. Ach, super. Na, das ist ja genial. Du bist hoffentlich auch geduscht und frisch und fertig gemacht. Wenn du dich schon mit dem Mann triffst, dann solltest du nicht unbedingt nach Pferd stinken. Nein, das stimmt nicht. Pferd stinkt nicht. Pferd riecht gut. Stallgeruch ist toll. Genau. Sagt das mal einer mir, weil ich habe das ja jetzt gerade sehr abwertend beurteilt. Nein, Stallgeruch ist wirklich toll. Ich mag Stallgeruch. Ich mag Stallgeruch sogar sehr, muss ich sagen. So, was ist denn eigentlich mit euch? Du bist schon wieder in der Box? Warum bist du eigentlich die ganze Zeit in der Box? Und was machst du hier? Du bräuchtest so ein bisschen sozial. Du bist die ganze Zeit hier am Apportieren. Gut, ich meine, sozial kriegst du dann schon noch. Und was machst du? Na, ihr seid auf jeden Fall irgendwie schon beschäftigt. Ich sehe schon. So, aber jetzt zu euch. Da, wo auch immer ihr gerade seid. Ach, da unten. Hier unten. Ah, da sind sie ja. Oh, sag bloß, du... Sag mal, kannst du eigentlich nicht mal deine Kleidung anziehen für draußen? Die Outdoor-Kleidung? Dir muss doch kalt sein. Nö, mir ist nicht kalt. Ich bin total fit. Ich bin richtig hart im Nehmen. Ich möchte gerne einen Film gucken. Ja... Welchen Film denn? Also, ich sehe mir lieber so die Sterne auf dem Walk of Fame an, als jetzt den Film direkt. Oh, ich bin so überemotional. Oder bist du emotional? Hm. Ach, wir haben uns ja alles toll. Ah. Romantisch. Verliebt umarmen. Bitte, tu mal hier deine romantische Art wieder ein bisschen auf... Blasen, hätte ich jetzt schon gesagt. Techtelmechtel mit Sean. Und was willst du? Lose sammeln. Und in der Wasserspiel... Familienspiel-Wasserarena spielen.
ein Grußkartenfoto machen. Ja. Oh, sieht ganz so aus, als würden Fiona und Sean miteinander anbändeln. Hoffentlich haben sie eine schöne Verabredung. Ja, hoffentlich haben wir eine schöne Verabredung, denn das letzte Mal war ja nicht so cool, ne? Romantisch flirten. Ja, macht mal hier küssen. Sag mal, brüllt da irgendwie ein Kind? Tatsächlich. Wow, die kriegt ein Kind? Die kriegt ein Kind und schreit wie am Spieß. Und Alfonso Hammermann schreit einfach mal mit, ne? Ach du Scheiße. Maisie Miller bekommt ein Kind. Nee, das müssen wir jetzt... Das können wir einfach mal geflissentlich ignorieren. Krieg dein Kind im Krankenhaus. Na mach schon, geh. Und stör jetzt hier unsere Verabredung nicht. Wir sind hier beschäftigt. Mann. Kriegt die echt ihr Kind auf dem Winterfest? Tja, das wird wohl ein Weihnachtskind. Ah, Kompliment über Aussehen machen. Absolut unwiderstehlich findet er uns schon. Oh. Ah. So, dann tun wir nochmal kennenlernen, dass wir auch ein bisschen gequatscht haben und nicht nur rumgeschlabbert und rumgeschmust. Da ist die Nächste, die schwanger ist. Hallo? Kriegen die jetzt beide ein Doppelbaby gerade hier? Invasion der Schwangeren. Oh Gott, das ist echt Invasion der Schwangeren. Ich glaub's ja nicht. Und was machen wir? Nee, wir... ja, dann ist es kein Wunder, wenn die da schwanger rumhupfen und sie auch noch das Kind vor uns bekommt, dann ist es kein Wunder, dass Fiona ein Techtelmechtel haben möchte, ne? Also, ja. So, wir wollten ein Grußkartenfoto machen. Gesicht bemalen lassen. Nein, wo ist denn das Grußkartenfoto? Wir wollen ein Grußkartenfoto machen. Grußkartenfoto machen mit Sean. Ja, bitte. Wer ist das? Willow Fox. Wer ist denn das da unten? Flecky Darnell Hobbel. Und wer bist du? Friedrich Lützenburger Paparazzi. Ja, dann bleib mal Paparazzi hier. Oh, wir machen ein Grußkartenfoto. Oh, das ist eine tolle Grußkarte. Ui, das ist aber schön. Und da macht ein Kind Hausaufgaben im Schnee. Na, die wird bald eine Blasenentzündung haben. Carissa. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Blasenentzündung. Mitmachen, Schneebahn bauen. Du willst dich aufwärmen? Sag ich, also aufwärmen. Ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Also aufwärmen, bitte. Wer will sich denn hier aufwärmen? Lose einlösen. Haben wir vielleicht schon ein paar Lose? Weiß ich noch nicht, aber werden es gleich erfahren. So, genau. Baut mal hier euren Schneemann fertig. Das sieht eigentlich ganz lustig aus. Wo ist denn jetzt die Invasion der Schwangeren? Ist die jetzt weg? Tatsächlich, die Schwangeren haben sich in Luft ausgelöst. Oder die Invasion beendet. Ich weiß ja nicht so genau, warum die auf einmal so hochschwanger die beiden waren. Nee, wir wollen jetzt keine anderen Sims einladen zum Essen. Nee, 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 nee. Nicht so wirklich. Oh, ist das ein cooler Schneemann. Na, ihr beiden macht das schon richtig gut. Ihr könnt das. Ihr seid ein perfektes Team. Zumindest im Schneemann bauen. So, Lose einlösen und dann... Oh, wir haben nicht genug. Wir haben nur 5 Lose. Boah, ich hätte aber doch so gern Frosty den Schneebären... Hm, warum nicht? So, Essen kaufen. Wir kaufen mal was zu essen, wir haben Hunger. Und dann wollen wir eigentlich ja auch noch auf die Toilette. Ist die jetzt hier drin? Ist die Toilette hier drin? Was, du willst 5 Schneemänner bauen? Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Eierlikör. Nee, heiße Schokolade. Bitte eine heiße Schokolade kaufen. So. Geh mal hier auf die Toilette danach, sonst geht's dir irgendwie nicht so dolle. Wo ist jetzt eigentlich Sean abgerauscht?
Ja, kein Wunder, lieber Postbote, wenn du hier in kurzen Hosen rumstehst, dass es dich dann friert, ne? Ist ja nicht verwunderlich. Aber es gibt Leute, die lernen es einfach nie. So, Sean, hallo, Sean. Sean, du sollst hier nicht mit fremden Frauen flirten und schon gar nicht, wenn sie klein sind und ein Kind. Nein, jetzt. Ich glaub's ja nicht. Hallo? Du bist mit mir hier? Tse. Also die Kinder von heute, ne, die haben noch nichts von richtig anziehen gehört. War das bei euch früher eigentlich auch immer so? Hat auch immer eure Mami gesagt, bitte zieht euch eine Jacke an, zieht euch eine Mütze an. Also, bei mir war das schon auch so. Und das Lustige ist, ich hatte echt eine Bommelmütze, als ich so, also so vor 10 Jahren, hatte ich so eine ellenlange Bommelmütze, die war, da war der Bommel fast bis zu meinem Popo. Was war denn, Fiona wird auf den Schuhen scheinbar immer besser, sie rutscht kaum noch aus. Naja, schön. Dafür fällt einfach mal der Polizeibeamte auf die Schnauze. Wo ist denn jetzt eigentlich unser... Oh, Polizei fährt Snowboard. Hui, wie cool. Genau, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, was denn so der typische Spruch von eurer Mutter war im Winter. Gibt es da irgendeinen bestimmten Spruch? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, bei meiner Mutter war es immer grundsätzlich, zieh dich warm an. Wo ist denn jetzt unsere Verabredung? Ich finde den Sean gar nicht mehr. Sean, wo hast du dich hin verkrümelt? Hallo? Mensch. Ja, super. Sie. Tatsächlich, das ist er ja. Warum, die fliegen einfach mal auf die Schnauze. Na toll. Aber warum ist der jetzt bitte schön, hallo? Muss ich das jetzt verstehen, warum sie ihn jetzt nochmal begrüßt? Ich dachte, sie hatte eine Verabredung mit ihm. Tja, das ist ja wohl etwas crazy, ne? Naja, und die Kinder machen schon wieder Hausaufgaben im Schnee. Wahnsinn. Tja, ist ja unglaublich. Also sie lernt auf jeden Fall schon mal ein bisschen hier Schlittschuh laufen. Hä? Wir haben hier zwei Sean Kincaids. Hier ist Sean Kincaid und da war auch noch mal Sean Kincaid. Halt, stopp. Hier ist er nämlich auch noch. Sean geht nach Hause. Da ist Sean Kincaid. Und hier ist Sean Kincaid gewesen. Da ist er auch noch mal. What? Ich glaub's ja nicht. Ist ja crazy. Ja, Invasion der Schwangeren und Invasion der Hausaufgaben machenden Kinder im Schnee? Wow. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für mich. Ich will wieder nach Hause. Ja, geh nach Hause, denn ich glaube, du hast jetzt erstmal genug hier verbracht mit deinem. Ach, eure Herzen zerspringen beinahe vor Glück. Du hättest nie geglaubt, dass dir so etwas einmal passieren würde. Wer hätte gedacht, dass Dates so wundervoll sein können? Ah, Fiona ist zur zweiten Verabredung mit Sean Kincaid gegangen. Wenn die Dinge weiter so gut laufen, werden sie viele gemeinsame Erinnerungen pflegen. Ach, ist ja schön. Und er ist nach Hause gegangen, weil er langsam müde war. Aber er hat die Zeit mit uns ganz gut genossen. Das ist ja schön. Und sie hat eine tolle Verabredung. Deswegen ist sie da mit so einem komischen Herzchen bei der Sache. 20 weitere Lose sammeln. Nee, geh jetzt erstmal nach Hause. Ja, der doppelte Sean Kincaid hier, der soll noch weiter Schuh laufen, während der andere schon mal zu Hause ist.
So, Oma, was machst du denn eigentlich? Die Oma füllt das mit Wasser. Ja, Oma, das ist schön, dass du dich um unsere Pferdis kümmerst. Finden wir sehr, sehr lobenswert. Und dann möchtest du gerne noch eine Pfütze aufwischen. Wo ist denn hier eine Pfütze, die du aufwischen wolltest oder aufwischen müsst? Naja, du wirst mit Sicherheit eine finden. Wenn du hier so noch nicht genug hast, dann kannst du ja eine Pfütze finden. Wenn ihr das übrigens jetzt hier ein bisschen knallen hört, das ist ein Feuerwerk, das da draußen bei mir stattfindet. Ja. Also bitte nicht wundern. So, Oma, du kannst hier mal dann vegetarische Chips essen und du hast auch Hunger. Waschbär beobachten. Nein. Reste essen, vegetarische Fisch und Chips. Genau, dann ess doch mal. Und dann sollte man wohl Rexi mal baden. Weil Rexi sieht ja ganz schön eklig aus. Oh! Jetzt weiß ich, welche Pfütze die Oma aufwischen will. Da ist einfach mal. Ja, ne? Ist einfach mal hier die Waschmaschine kaputt gegangen. Ja, ne? Oma, sag jetzt bloß, du hängst die jetzt auf der Wäscheleine auf. Nee, oder? Hey, Oma, hat dir schon mal jemand gesagt, dass es kalt ist? Wow! Der Schneemann ist wohl etwas zusammengefallen, der Arme. Oh. Naja, auf jeden Fall ist es eindeutig zu kalt, um Wäsche aufzuhängen. Sorry, Oma, aber es ist so. Du solltest jetzt was essen. So. Die Oma, die isst jetzt vegetarische Fish and Chips. Und dann kann sie ins Bett verschwinden, denn die Oma ist müde. Schlafen. Es ist ja auch schon spät. Ja, und du kannst jetzt hier noch, weil du bist doch noch ein bisschen fitter, kannst jetzt mal noch das Tier baden, das so stinkt. Und dann auch ins Bettchen verschwinden. Schlafen. Und morgen früh die Waschmaschine reparieren. Bitte schön. Reparieren. Genau. Dann sehen wir uns mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Und tschüssi. So, natürlich verlinke ich euch wie immer Equine Passion und auch die Sims Playlist, damit ihr nichts mehr verpassen könnt. Und ihr könnt auch weiterhin Daumen hoch oder Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat, um mich zu unterstützen. Und vergesst nicht, mir auf Twitter zu folgen. Da bekommt ihr immer die News. Bis dahin, tschüss.